Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Returns. Reborn Hopes. Kapitel 1. Eine neue Geschichte in der Apokalypse. 287. So viele Tage sind inzwischen seit dem Tag X vergangen. Der Tag X war derjenige Tag, an dem unser Versuch, Günther zurückzuholen, gescheitert war. Tag X war der Tag, an dem die dunkle Macht die Kontrolle über Lord Ecker an sich riss. Niemand ist mehr gegen die Macht dieses Wesen gewappnet. Hätten wir es nicht geschafft, das reine Element rechtzeitig zu zerstören, dann wäre diese Welt bereits am Ende. Wir, das sind die Reste unseres einst glorreichen Teams. Hydropi, der letzte Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle. Necrozma, der Herrscher des Zwielichts. Latias, eine Meisterin der psychischen Kräfte und das erste Opfer der dunklen Macht. Bisasam, Necrozmas ehemaliger Geheimagent und mein bester Freund. Und ich, Floink. Ich bin eigentlich nur ein gewöhnliches Pokémon mit einer unbedeutenden Nebenrolle in diesem Team. In den Zeiten, in der diese Welt noch lebte und keine Apokalypse herrschte, hatte unser Team noch zwei weitere Mitglieder. Lord Ecke und Günther. Günther kam eines Tages aus einer anderen Welt zu uns, mit der Aufgabe, dem Auserwählten in einer Schlacht gegen die dunkle Macht zur Seite zu stehen. Lord Ecke war eben dieser Auserwählte. Wir glaubten damals bereits, dass wir gewonnen hatten und die dunkle Macht für immer aus unserer Welt verbannt sei, als Günther sich opferte und sie mitnahm. Und nun sind wir hier, in einem kleinen, geheimen Bunker, versteckt in einem namenlosen Wald. Außerhalb herrscht die Apokalypse und das Land ist zerstört. Am Himmel schweben schwarze Wolken, die rot glühen. Die meisten Pokémon, die gegen diese Macht rebellierten, weilten schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Um genau zu sein, es lebten noch etwa 834 Pokémon, die der dunklen Macht Tribut zollen, und fünf Rebellen. Diese fünf sind wir. Doch heute, an dem Tag, an dem ich dies schreibe, ist endlich die Hoffnung in unsere Herzen zurückgekehrt. Necrozma hat die nähere Gegend innerhalb des Waldes nach Spuren von Feinden durchsucht und dabei etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Splitter. Doch dieser Splitter leuchtet in Grün. Nach einigen Stunden einer Analyse war Necrozma fertig und konnte uns sagen, worum es sich handelte. Dieser Splitter war ein Teil einer Seele, ein Teil von Günthers Seele. Necrozma sagte, durch den Einfluss, den Günther zu Lebzeiten in dieser Welt verbreitet hatte, und durch die Hoffnung an eine Rettung, müssen sie in sämtlichen Teilen des Landes aufgetaucht sein. Das farbige Licht stünde für die Eigenschaft einer Seele. Im Fall einer grünen Seele wäre dies die Eigenschaft Geduld. Mit diesen Erkenntnissen waren wir einig und entschlossen, uns nicht länger zu verstecken. Wir brachen auf. Wir würden die Teile von Günthers Seele finden und wieder zusammenführen. Günther wird zurückkehren und mit ihm die Hoffnung für unser Land. Mit ihm haben wir eine Chance gegen den dunklen Gott. Insgesamt müssen wir laut Necrozmas Angaben sieben Teile von Günthers Seele finden, alle mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die untergeordneten Teile sind das Lilane, das Grüne und das Gelbe für Ausdauer, Geduld und Gerechtigkeit. Sie gelten noch als im Vergleich zu den anderen unwichtig. Deutlich wichtiger hingegen sind bereits das dunkelblaue, das rosane und das orangene Teil, welche für Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Mut stehen. Und dann fehlt noch das siebte Teil, das wichtigste von allen, ohne das keine Seele, die Günthers auch nur annähernd ähnelt, existieren könnte. Determination. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, benötigen wir jedoch auf alle Fälle jedes einzelne Teil der Seele. Sonst könnten wir Günther mit etwas Glück zwar zurückholen, doch er hätte nicht einen Bruchteil seiner Macht und eine oder mehrere der Eigenschaften, die wir von ihm kennen und mögen, wären einfach verschwunden. Leider ist es nicht möglich, irgendwie zu berechnen, wo sich diese Splitter befinden. Deswegen mussten wir leider raten.
Eines von ihnen würde sich mit Sicherheit in Silberdorf befinden, doch dort wären wir dem Untergang geweiht. Silberdorf ist nämlich der Ort, den sich die dunkle Macht als Hauptsitz ihrer Weltherrschaft ausgesucht hat. Deshalb mussten wir einfach hoffen, dass sich dort kein Splitter befinden würde. Stattdessen peilen wir als erstes Ziel einen anderen Ort aus Günthers Vergangenheit an. Schatzstadt. Mit dem ersten Seelensplitter im Gepäck machten wir uns im Verborgenen endlich wieder auf die Reise. Wir wussten, außer Zoroark müssten wir keine der Pokémon fürchten. Sie zollten der dunklen Macht zwar Tribut, um vorerst am Leben zu bleiben, doch sie alle standen auch auf unserer Seite und hofften auf Rettung. Als wir die ersten Stunden wanderten, wirkte alles so ungewohnt. All die Bäume des Waldes sahen schrecklich aus, das Gras war verwelkt. All die schönen Gegenden und Landschaften, die diese Region einst zu dem gemacht hatten, was sie war, waren nicht wiederzuerkennen. Überall gab es nur eine Sache: Zerstörung. Mit jedem Ort, den ich ertragen musste, wuchs mein Hass auf dieses Wesen mehr und mehr. So viele Pokémon waren bereits von uns gegangen. Selbst wenn wir es irgendwie schaffen sollten, diese Welt vor dem Abgrund zu bewahren, viele Dinge, die bereits geschehen waren, konnten nie wieder gut gemacht werden. Und ich schwor mir während dieser Reise, dass die dunkle Macht ihre gerechte Strafe erhalten würde. Wir redeten alle beinahe gar nicht während unseres Weges. Alle waren bedrückt und die Atmosphäre war einfach schrecklich. In den vergangenen Monaten hatten sich all meine Freunde sehr zum Negativen geändert. Sie alle schienen langsam in den Weiten der Zerstörung verloren zu gehen. Wir redeten kaum ein Wort miteinander und ich habe schon lange aufgehört, die Tage zu zählen, seitdem jemand von uns das letzte Mal lächeln konnte. Das zählt auch für Bisasam. Er war schon etliche Jahre lang mein bester Freund und in fast all meinen früheren Erinnerungen mit ihm war er immer fröhlich und energiegeladen. Doch so eine Welt zieht selbst aus den motiviertesten Pokémon, so wie ihm, allmählich die Lebensenergie. Nach einer weiteren halben Stunde entschied ich mich, dass es so nicht weitergehen könnte. Selbst wenn dies unser letztes Abenteuer sein würde, zumindest mussten wir uns anstrengen und sollten es noch einmal als Team erleben. Leute, ich weiß, dass ihr alle schon langsam die Hoffnung verliert, aber bitte, es ist egal, wie dieses Abenteuer ausgeht. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Wir haben schon so viel erlebt. Wir sind ein Team. Bitte lasst uns dieses Abenteuer auch als eins erleben. Wir müssen versuchen, daraus zu machen, was wir können. Also, wer ist dabei? Wenn es schon vielleicht das letzte Mal ist, dann lassen wir jetzt noch einmal richtig die Sau raus. Einverstanden? Die anderen sahen mich alle schweigend an. Auf einmal begann Bisasam zu kichern. Es war das erste Mal seit etwa einem halben Jahr, dass irgendwer es tat. Es fühlte sich toll an, einfach wieder Freude hören zu können. Sag mal, Floink, war das gerade eine Anspielung auf dein Aussehen? Jetzt war ich es, der Bisasam stumm anstarrte. Bisasam, ich habe euch gerade eine epische Ansprache darüber gehalten, dass wir in dieser schweren Zeit versuchen sollten, motiviert zu bleiben und unsere Hoffnung zurückgewinnen. Und das Erste, was du daraus ziehst, ist eine Anspielung auf mein Aussehen. Genauso gefällt mir das. Das war es, was ich meinte. Auf einmal fingen wir alle an zu lachen und konnten minutenlang nicht mehr aufhören. Ich merkte, wie gut es allen tat. Und dann machten wir uns deutlich motivierter auf den Weg. Als Team. Und wir wussten, wir könnten es irgendwie schaffen. Schatzstadt war einst ein stolzer Ort. Eine belebte Stadt mit vielen Bewohnern. Die Stadt, die Knuddelluftgilde beinhaltete. Doch dies ist alles Vergangenheit. Alles, was von alledem erhalten war, waren die brennenden Grundmauern einiger Stände auf dem Marktplatz. Der Rest war vollkommen vom Erdboden verschwunden. Leben gab es hier nicht mehr. Es war dasselbe Szenario, fast überall sonst, doch hier wirkte es noch schlimmer auf mich. Schatzstadt war seit meiner Ankunft in diesem Land die Hauptstadt der Region. Es war ein Rückzugsort, eine sichere Basis. Doch selbst dieses Zeichen der Hoffnung hatten wir verloren.
dank der dunklen Macht. Es war alles sehr bedrückend und ich wollte einfach weg von hier. Können wir uns bitte beeilen? Dieser Ort ist grausam. Du hast selber gesagt, wir sollen dieses Abenteuer genießen, so gut es geht, Floink. Du musst versuchen, es irgendwie positiv zu sehen. Andere Orte werden wir vermutlich auf unserer Reise nicht auffinden. Ich wusste, dass Bisasam recht hatte und dieses Gewissen schmerzte mich. Ich war am Verzweifeln. Ich hatte ihnen allen klargemacht, dass wir irgendwie die Hoffnung behalten müssen und schon jetzt fragte ich mich, weshalb überhaupt. Selbst wenn wir es schaffen würden, was schon mehr als unwahrscheinlich war, was würde es nützen? Diese Welt war so im Abgrund. Würde sie sich überhaupt wieder erholen können? Floink, ich weiß, dass du Zweifel ziehst. Vermutlich verlierst du langsam die Hoffnung. So wie wir alle, aber bitte, du musst dich jetzt aufraffen. Wenn wir nicht für uns kämpfen, dann kämpfen wir eben für die Überlebenden. Du bist mein bester Freund. Ich weiß, dass du stark genug dafür bist. Denk mal an Günthers letzte Worte nach dem Kampf gegen die dunkle Macht. Solange du hoffst, wird es Hoffnung geben. Dieser Satz galt nicht nur Lord Ecke. Er galt uns allen. Und ich wette, auch wenn er sich nicht wehren kann, Lord Ecke ist irgendwo in diesem Wesen und er glaubt auch daran, dass wir es schaffen können. Und er hofft, genau wie wir alle. Also ist jetzt keine Zeit für Verzweiflung. Es ist Zeit für Taten. Er sah mich selbstbewusst, aber verständnisvoll an. Keiner erwartet von dir, dass du keine Schwäche zeigst. Bleib einfach, wie du bist. Es war mir zwar etwas peinlich, dass Bisasam mir das nun erzählen musste, obwohl ich gerade eigentlich das erst erklärt hatte, aber trotzdem tat es gut, es selber noch einmal hören zu können. Wir waren uns aber trotz allem einig, dass wir die Untersuchung von Schatzstadt schnell hinter uns bringen wollten. Da, wie bereits erwähnt, nicht mehr viel der Stadt existierte, war unsere Hauptanlaufstelle die Torhaido-Klippe. Der Ort, an dem wir während der Jagd nach den Elementkristallen gelagert hatten. Jedoch befand sich dort nichts. Dies mussten wir bereits nach kurzem Umschauen feststellen. Doch als wir uns entschieden, Schatzstadt zu verlassen, nahm unsere Reise eine frühe Wendung. Im Eingang der Torhaido-Klippe wartete ein alter Bekannter auf uns. Lord Ecke, derzeit besser bekannt als Dunkler Gott. Denkt ihr, ich merke es nicht, wenn ihr euch aus dem Schatten traut? Ihr seid die Letzten, die sich mir noch widersetzen. Das ist eine Rebellion gegen Gott. Und du verschwindest jetzt von hier. Es ist unser Ding, was wir machen. Dich können wir damit ja sowieso nicht stören. Necrozma versuchte klugerweise, in dieser Situation die dunkle Macht herumzureden und ihr klarzumachen, dass sie von uns nichts zu befürchten hatte. Doch der Schuss ging weit nach hinten los. Dass ihr Versager seid, weiß ich bereits. Aber trotzdem widersetzt ihr euch und seid mitschuldig daran, dass mein Aufstieg so lange gedauert hat. Dafür müsst ihr euren Gott ein Opfer darbringen. Dieses Wesen löste sich in Luft auf und die Torhaido-Klippe begann zu beben. Steine blockierten unseren Ausweg. Im nächsten Moment brach alles zusammen und wir stürzten in die Tiefe, mitten auf die spitzen Steine am Fuß der Klippe zu.